Nee. Hier liegt nur wieder jemand. Glimmerstaub und dessen Anwendung. Bei meiner Untersuchung des Glimmerstaubs konnte ich folgende Effekte feststellen, die sich insbesondere für die Giftküche eignen. Magische Energieschwächen. Nütze ich das Gift gegen Magie widerstehen? Anfälligkeit für Gift. Okay. War das nicht. War Glimmerstaub nicht diese Droge? Deswegen hätte ich jetzt eigentlich andere Sachen erwartet, die da stehen, die dazu stehen. Hier war jemand. Ach, hier drin wahrscheinlich. Kann man darüber rein? Nee, das ist da drin. Ach, eine Ratte. Wow, eine Ratte. Die klingt aber echt widerlich, muss ich sagen. Das war auch hier. Okay, dann sind wir hier schon durch. Nein, solltest du nicht tun, aber egal. Genau. Da drüben war nämlich dieser komische Elementartyp. Ach, wartet mal. Ich muss die Tür erst irgendwie öffnen. Ich öffne sie mal hier rüber. Auch wenn ich da eigentlich gar nicht das Schloss erreichen kann. Aber egal. Das interessiert ja Skyrim nicht. Stehen da zwei? Oder ist das Dekoration? Da steht auf jeden Fall einer. Nee, das sind keine. Da hinten sind doch welche. Mist, ey. Komm schon, sterbt, 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 sterbt. Waffen wieder aufladen, ja. Ist okay. Ich kann die auch einfach so töten. Nein, okay, dann töten sie mich. Ah, ja, okay. Okay. Ich werde jetzt. Dieses Ding da probieren. Ein Ahnengeist. Drüben ist niemand, der sauer auf mich ist. Du willst mich doch gar nicht angreifen, wie es scheint. Ich bin wahrscheinlich zu weit weg, als dass es angreift. Vergleichsweise leicht das geht. Nur weil die mit ihrer Magie einfach nicht angreifen, weil ich zu weit weg bin. Mein Schwert flambiert übrigens nicht mehr. Hab die Ladungen aufgebraucht. Müsste ich also wieder mal neu laden. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hier ob ich das hier einfach kann. Muss mal eben gucken. T-Ladung. Allgemeiner Seelenstein gefüllt. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal, wenn ich welche dabei habe. Ich meine, warum nicht, ne? Wenn er rauskommt, wird er beschossen. Aber kann auch sein, dass sie nicht herkommen wollen. Der eine kommt halt ganz knapp nicht raus. Das ist halt richtig taktisch, ey. Diese taktischen Gegner, Mann. Okay. Dann will ich mal was futtern.
hinten auch taktisch, so wie die. Hier ein Käserad. Sollte mich erstmal ein bisschen auffallen. Dafür habe ich mehr Essen mitgenommen. Ich kann mir ja auch einen Trank reinpfeifen, aber eigentlich ist das ja egal, wenn ich eh die Zeit habe. Und ich könnte natürlich auch den einen oder anderen Tod verhindern, indem ich einen Trank mehr benutze. Aber ist mir eigentlich relativ gleich. Ich versuche es ja so. Das ist auch voll okay. Aua, ich wollte doch ausweichen lernen. Und er versteckt sich hinter dem Ding, ey, unfassbar. Da sehe ich einen. Zwei müssten ja hier noch rumlaufen. Das war ein kurzer Kampf. Liegt aber auch daran, dass ich den schon geschwächt habe. So, das ist der letzte, der noch voll ist. Warum laufe ich überhaupt rein? Da sind noch zwei weitere Gegner, ich Idiot. So, wir haben gerade den Eichenbogen, der 17 Schaden macht. Nee, die sind alle nicht besser. Der Eichenbogen ist tatsächlich der beste von denen. Schönes Bild. Wirklich ein schönes Bild. Ja, ich höre es laufen. Ich hätte es gerne auf beiden. Was soll das? Warum machst du nicht einfach, was ich will? Wow, noch eine. Okay. Okay. Entdeckt? Von wem? Ich weiß gar nicht, von wem ich entdeckt wurde. Ihr beiden seid das. Wow, was war das denn eben? Aua, der hat aber eine Reichweite. Ah, ist das ein Speer oder was? Komm, stirb, 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 stirb. Komm. Alter, und ich hetze mir einfach fünf Leute auf. Fünf Leute gleichzeitig. Alle fünf zusammen. Okay, du musst nicht hierher kommen, dann schieße ich ab. Wow! Alter! Alles klar! Alter! Was hast du für Probleme? Komm schon, stirb! Yes! Ah, leider ist meine Gesundheitsregeneration gleich alle. Nee, doch nicht. Sehr gut, da kommt noch was. Direkt auch mal alle looten, was man hat. Hat man, wie ein weiser Mann einst sagte. Okay, nicht auf der Seite, auf der anderen wahrscheinlich. Jo.
Oder wo ganz anders. Okay. Ah, hier sind welche. Vier Stück wieder, vier Gegner. Ich fasse das nicht. Oh Gott, das wird nicht gut. Das wird nicht gut ausgehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. So, mal gucken, ob der vierte noch hierher kommt. Wenn ja, kriegt er meinen Pfeil zu spüren. Und traust du dich her, Junge? Ich habe echt wenig verloren, oder? Wenig Leben dafür, dass mich hier drei Leute angegriffen haben. Ich habe halt auch massig Knochen mehr. Ich denke mal, das werde ich niemals alles brauchen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal zu viel wiege, werde ich ein bisschen Knochenmehl los. Ich habe da bestimmt schon irgendwie 100 Knochenmehl oder so. Das ist ein bisschen arg viel, was ich hier schon mit habe. Ich nehme halt auch jedes Mal Knochenmehl mit. So, die Urne. Wo halt überall nur Knochenmehl drin ist. Ich hätte gern Groschen, verdammt. Groschen. Oh, da bist du. Alter, Alter, ich wollte ja noch einen Pfeil in den Brustkorb jagen, danke. Nicht mal so voreilig. Lass es langsam angehen, Junge. Ich lasse es auch gerne langsam angehen. So. Jo. Aber ich bin natürlich hier, um zu looten und zu leveln. Da können mich solche Sachen hier nicht verunsichern. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch nicht habe und was doch. Das ist einfach viel zu unübersichtlich hier. Ich kann ja am Ende noch mal alles durchlaufen, wenn ich denke, ich wäre überall gewesen. Okay, habe ich den schon fertig gemacht? Sieht ein bisschen so aus, aber kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Hier war ich ja noch nicht. Aber der lag jetzt so da, wie jetzt hätte ich den getötet. Deswegen. Was die alle für Gifte dabei haben. Warum triffst du nicht deinen Kumpel direkt vor dir, sondern mich, ey? Das ist Cheat. Wolltest du mich treffen, oder was? Hast du aber schlecht gezielt, Junge. Der war auch schlecht. Na, okay, der war von mir schlecht. Aber wie einfach auch ausweicht. Junge, das soll ich machen. Ich will ausweichen. Okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt bin ich beim nächsten Treffer tot. Ha. Okay, es gibt zwar keine Schussanimation, aber ich sehe trotzdem gut aus. Was zur Hölle? Bitte, was war das denn jetzt für ein Cheat? Oh Mann. Ich habe den doch eindeutig getroffen und dann hat er es abgebrochen und er hat mich gekillt, oder was? Wie fies. Das war jetzt verarsche.
Hä? Bleibt ihr da jetzt stehen? Komm schon, du schaffst das. Du machst mehr Schaden als er. Komm schon. Yes. So, und der andere... Der andere ist da drin. Oh, aua. So, jetzt muss ich hier wieder Ausweichskills haben. Ha. Schon. Junge. Nicht so billig, ja? Schon. Ha. Mist, das habe ich verfehlt. Du auch verfehlt, Junge. Schon noch einmal und dann musste er down sein. Ich sah geil aus gerade. Ich sah geil aus, muss ich sagen. Das Knochen nehmen wir mit, wie immer. Wer weiß, was wir alles mit dem Knochen wir anfangen wollen. Vielleicht können wir damit ja irgendwie Bäume schneller wachsen lassen oder so. Das ist natürlich immer von Vorteil. Ist hier noch jemand? Hallo? Ja, ach, Ratten. Ach, süß. Gott, das war ein One-Hit. Und du auch noch. Hey. Hallo? Willst du mal Schaden machen? Okay. Hallo? Bitte, kannst du vielleicht mal einfach treffen? Meine Fresse. Das hat jetzt so lange gedauert. Wie ist einfach... Die Ratte hatte gute Ausweichskills, muss ich sagen. Oder ich halt einfach schlechte Hinterherlauf. Fähigkeiten. Das wird so eher gewesen sein. Schön, dass die alle die Seelensteine füllen und dann liegen lassen. Das weiß ich zu schätzen. So, würde ich mal sagen, hier geht's weiter, was? Jo, was geht, Leute? Ah. Ich dachte, die haben wir schon besiegt. Ist das hier noch eine quasi? Scheinbar. Mist. Hau doch nicht ab, Mädchen. Ich will dich treffen. Ein Ahnengeist. Hallo, ich wollte dich treffen. Oh, jetzt wird sie gleich mit ihrer heftigen Magie ankommen. Komm schon. Stirb. 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 Und du auch noch. So. Hätten wir das auch erledigt. Die Ahnengeister, die sind immer so schnell tot. Das ist so schrecklich. So, Eisenkriegs haben wir nicht mehr mit. Mal gucken, ob das Brot noch ausreicht, um mich voll zu heilen. Ansonsten futtern wir noch irgendwas anderes hinterher. Feinstahlhelm des Magiewiderstandes. Rüstung, Gewicht 6, 344 Wert. Das werden wir definitiv mitnehmen. Eine Leiche, ein bisschen Knochenmehl. Ich wollte ja das nächste Mal, wenn ich doch zu viel wiege, ein bisschen Knochenmehl wegwerfen. Weil wir irgendwie bestimmt schon so 100 Stück davon haben. Wäre das, glaube ich, ganz cool. Alter, wie viel davon hier rumliegt. Herz des Vielgereisten. Schon klar. Eichenbogen des des Mana-Einzugs. Stahlpfeile. Natürlich. Hau hier halt einfach alles hin, was du nicht mehr brauchst. Oh, das können wir nicht mitnehmen. Schade. So, wie viel tragen wir denn? Zu viel? Nur eins. Okay, dann werde ich ein paar von denen... Hier, wo haben wir denn? Knochenmehl. 75! Okay, wie viel? Eins. Okay, dann werden wir mal so... Wenn wir mal so 25 liegen lassen, dann haben wir immer noch 50. Brauchen wir ja nicht und sind leicht genug. Wie halt einfach 1000 Sachen rumliegen, die irgendwelche Verzauberungen haben. So, als hätten sie uns nichts gewusst, wo sie das hinschmeißen sollen. Mhm. Ist das Blut? Oder sind das Rosenblätter? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich finde, das sieht aus wie Rosenblätter, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Teleport zu einem unbekannten Ort. Eine Nachricht.
Erika, dein Vater hat uns diese Rolle hinterlassen. Was du an jenem Ort finden kannst, ist seine Absicherung für dich. Aber hinterlässt sie dir nur, wenn du ihn nach seinem Leben besuchst. Warnung. Fremder, der das liest. Mein Gefährte hat sich gegen ungewünschte Eindringlinge abgesichert. Okay, das heißt, warte mal, die nehmen wir mal mit. Das heißt, da können wir hin, da gibt es bestimmt irgendwas Cooles, aber da gibt es natürlich auch mal Feinde. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Es gab da doch diesen einen komischen Ort, den ich besuchen wollte. Was? Jessica's Wine? Okay, Jessica's Wine nehme ich mit. Also wenn Jessica extra Wein hergestellt hat, dann musste er gut sein. Genau das da vorne war's. Da wollte ich hin. Das sieht nämlich so aus, als wäre da irgendwas Cooles.